Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity. Wir sind hier, ich weiß gar nicht wo, irgendwo im Nichts, und das ist die Weberin der Zeit. Die treffen auch nicht alle Tage. Ja. Da sind wir also. Ja, ich wollte gucken, ob hier irgendwo steht, wo wir sind. Der Ortsname. Nee, sieht nicht so aus. Eine junge Frau webt unablässig an einem scheinbar endlosen Bilderteppich mit dem erlesenen Anmut einer Harfenspielerin, die an den Saiten ihres Instruments zupft. Sie nimmt nichts wahr außer ihrer endlosen Beschäftigung. Wer seid ihr, gute Frau? Zuerst scheint es, dass diese schweigsame Frau eure Anwesenheit weiter ignorieren wird. Dann schaut sie euch aber plötzlich an und reißt ihre Augen auf vor Überraschung und Verwunderung. Ihre Lippen bewegen sich kaum, und wenn sie spricht, scheint euch ihre Stimme aus unermesslicher Ferne zu erreichen, wie Geflüster, das sich aus der Vergangenheit ringt. Ich. Zeit. Der Weber der Zeit. In den himmlischen Garnen der Ewigkeit zeichne ich die Taten von Göttern und Menschen auf, von Bestien und Geistererscheinungen. Den Weg der Kontinente durch die sich wandelnde Meere, den Anfang und Untergang der Sonne, der Reiche, die Bewegung jedes einzelnen Sandkorns an jedem einzelnen Strand, das Fallen jedes einzelnen Regentropfens in jeder einzelnen Welt. Die fast unmerkliche Berührung der Hände Liebender, dies und alles andere zeichne ich fehlerlos auf. Außer euch scheint es. Meint ihr, dass ich gar nicht auf dem Gemälde der Zeit dargestellt bin? Ich will es eigentlich nicht, aber etwas anderes kann ich nicht tun. Eure Abwesenheit. Es sollte unmöglich sein, aber wo auch immer ich suche, ihr seid nicht zu finden. Ich kenne euch nicht, was euch zu meiner einzigen immerwährenden Unvollkommenheit macht. Zu einem blinden Fleck im Auge der Zeit. Aber vielleicht werde ich von dieser Blindheit geheilt. Vielleicht kann der Schandfleck ungeschehen gemacht und die Zeit zurückgewonnen werden. Wie kann ich Zeit einlösen, wenn ich, wie ihr sagt, nicht einmal Teil von ihr bin? Ich glaube, dass ihr vielleicht die Zeit zurücknehmen könnt, da ihr die Zeit erschafft. Tatsächlich habt ihr einen Vorgang in Bewegung gesetzt, den ich nicht mehr für möglich gehalten hätte. Wisset daher, dass ich nicht länger webte. Ich saß hier am Abgrund der Zeit und schaute zu, wie die Leere des Gewebe der Zeit zerfraß, wie ein furchtsamer Gott, der die Abkömmlinge seiner eigenen Schöpfung fürchtet. Aber plötzlich wart ihr da. Ihr habt das Leben in den Steinen erweckt. Diese Steine, Kinder der Sterne, legen mir neue Bänder um die Finger, wie Geister der Zeit. Neue Fäden erschienen und ich begann erneut zu weben. Der Sternenstein gibt mir neue Stränge, um den Bilderteppich zu flechten. Und da ihr die Energie der Sternenenergie abgebt, erschafft ihr die Zeit. Jetzt bin ich ja noch Göttin. Ich will keinen Druck machen, aber deine Position ist sehr wichtig. Du darfst nicht zu Schaden kommen. Diese Sternensteine, ich bitte euch, sucht sie, dass die Zeit geheilt werden kann. Bitte, um alles Lebenden und Liebenden willen, sucht sie, damit die Leere nur sich selbst verschlingt. Ich habe euch viele Fragen zu stellen. Fragt und ich werde antworten, wenn ich kann. Wer seid ihr wirklich? Ich bin der Weber der Zeit, wie ich schon sagte, doch das ist meine Existenz eine, die zurückfällt und doch weit mehr ist als Werb. Irgendwas stimmte da nicht. Ich bin, was ich bin, und das ist Aufgabe. So ist es auch beim Historiker. Beide sind wir Chronisten der Reisen der Unendlichkeit. Aber für wen webt sie? Des Webens willen. Vielleicht sind wir uns auch gleich, Aufgabe mit zwei multipliziert. Wer hat uns geschaffen? Ich weiß es nicht. Warum haben sie das getan? Ich weiß es nicht. Bin ich der Anfang oder werde ich das Ende sein? Wer weiß das schon? Vielleicht bin ich der erste Schritt der Schöpfung. Vielleicht bin ich die Schöpfung. Vielleicht bin ich der Schöpfer. Oder vielleicht seid ihr es. Ihr, durch die sterbende Steine zu neuem Leben erwachen. Zur Zeit kann die... Nur die Zeit kann dies verraten.
Warum ist Sternstaub so wichtig und warum reagiert er nur auf mich und meinen Kollegen? Ach, guck an, ich bin auch wichtig. Ja. So ein bisschen zumindest. Leider sind mir die Antworten auf diese Fragen weiterhin unbekannt. Ihr und der Himmelsstern bleiben Mängel auf dem Bilderteppich. Noch. Hinter diesem Schleier der Unerkundlichkeit liegt jedoch eine verborgene Antwort. Denn die Verbindung zwischen euch und den Steinen enthüllt, dass eure Schicksale miteinander verflochten sind. Die Sternensteine werden euch nicht nur an neue Orte voller Wunder führen. Nein, durch die Wiederherstellung der Garne bringen sie euch neue Erkenntnisse über alte Zeiten. Was ist das für ein Ort? Ihr nanntet diesen Ort. Ort. Ihr nanntet diesen Ort den Abgrund der Zeiten. Ist er das? Nicht mehr, nicht weniger? Ja, schon dies alleine ist viel. Mehr als die meisten Reiche für sich in Anspruch nehmen können. Aber nein, der Abgrund der Zeiten ist nicht das absolute Ende dieser ganzen seltsamen Ebene. Es ist nur ein Samen, dem Sonne und Wasser geraubt worden. Das könnte es sein, das ist es, was die Himmelssterne verraten werden. Es ist letztendlich das Ende. Es könnte das Ende aller Enden sein. Ich lebte in einem ganz anderen Reich, aber als das Ende der Zeit in diesem dunklen Himmel erschien, habe ich mich hier materialisiert, denn ich war gezwungen, die eine Sache anzuschauen, die unanschaubare, unerträglich ist. Eine undankbare Aufgabe, von der ihr mich aber für alle Ewigkeiten befreien könnt. Ach, jetzt sollen wir ihren Platz einnehmen. Nein, es fehlt mir auch noch. Ich bin eigentlich hier, wir sollten diesen Mord untersuchen. Jetzt auf einmal sowas. Warum redet ihr mit dem Imp-Historiker? Normalerweise rede ich nicht. Wenn ich so drüber nachdenke, als ich euch ansprach, war es das allererste Mal, dass meine Stimme sich erhob. Ich brauche kein Gespräch, wie ich auch keine Luft oder Appetit oder Zuneigung brauche. Aber alles, was ich brauche und was ich bin, ist Zeit. Und die Zeit läuft ab, wenn ihr euch nicht in Gefälle begibt. Zu euch spreche ich, denn ihr könnt meine dahingleitende Seele heilen. Ich bin dann mal weg. The plot thickens. We should tell the imp the weaver's tale. Achso, der Imp... Der hat das jetzt nicht mit angehört. Die haben wahrscheinlich so mehr telepathisch gesprochen. Womöglich. Ja, sonst hätte der Imp das ja gehört. Na, vielleicht ist er auch nur höflich und hört weg. Ja, hat genau. Hat seine spitzen Ohren weggedreht. Steht aber dazwischen und hat bestimmt weggehört. Ja, mit Sicherheit. Back! The source hunter is back! So viel zu sehen, so viel zu entdecken und so wenig Zeit dafür. So, die anderen hatten wir ja alle schon, bis auf Nummer 2. Mir scheint es... Nein. Das hatten wir auch schon. Ja. Nummer 1. Ich bin der Weberin der Zeit begegnet. Sie hat mit mir gesprochen. Wundersam. Oh, wundersam, für wahr. Wenigstens ist sie bereit, mit irgendjemandem hier zu sprechen. Also, was hat sie gesagt? Dass ich nach Sternsteinen suchen sollte, denn sie erneuern die Zeit und beleben sie wieder. Ich wusste es. So sicher wie Zix vor Zax kommt, ich habe es gewusst. Dann soll das eure Mission sein, mein Freund. Oh, ich flehe euch an. Lasst dies eure Mission sein, den Sternensteinen zu folgen, wo immer ihr euch hinführt. Zusammen werden wir versuchen, die Tiefen dieser Dimension zu entfalten und dabei alle und alles vor der Auslöschung zu bewahren. Hier, in diesen Runenstein und diese kostbare kleine Pyramide. Es sind Geschenke von mir für euch. Die Rune bringt euch zurück nach Rebellion und wieder her, wann immer ihr den Zeitpunkt für geeignet haltet. Und die Pyramide, sie hat einen Zwilling. Findet ihn. Dann werdet ihr feststellen, wie nützlich diese Zwillinge sein können. Ich bin dann mal weg. Bye for now, but only for now. Ah, Schnellreisesteiner. Ja. Endlich. So, wo ist denn der Stein? Da ist schon mal die Pyramide. Hab ich ja den Stein. Das ist ein Klaupilz. Ja, der wäre dann hier. Ich habe die Maus ja irgendwo hingemacht. Jetzt wird er von oben gefüllt. Ich glaube, wir haben den nicht wirklich im Inventar. Meinst du nicht? Ja, bin haben wir ihn. Ja. Ich
enthielt Wissenswertes über die Pyramiden, erhielt Teleporter-Pyramide. Okay, dann ist das wahrscheinlich nur so ein übertragener Stein. Ja. Oder auch nicht, weil er hat geexplodiert. Ah, hier ist er doch hin. Da, Spalt Reis. Okay. Also jetzt können wir reisen. So Wissenswertes über die Pyramide, das wissen wir ja eigentlich schon, dass die uns immer zur anderen Pyramide bringt. Das hat sie uns ja gerade verraten. Nein, noch nicht. Naja, also er meinte, er findet den Zwilling. Ja. Und wenn man dann eins und eins zusammenzählt, dann... Na, es ist schon etwas abwegig. Na. Naja. Also du schließt davon, dass die zwei Pyramiden identisch sind, dass sie sich teleportieren können und immer jeweils nur zur anderen Pyramide. Ja sicher, das weiß ich doch aus dem Trailer. Ja richtig, ja darauf wollte ich ja hinaus, dass man das jetzt nicht wissen kann ohne den Trailer. Also ich glaube, du hattest hier auch noch so ein Buch bekommen. Ah, da. Ist ja nicht mal ein Buch. Na, lies vor. Achso, das darf ich jetzt vorlesen. Ja, sonst darf ich die Bücher immer nicht. Wissenswertes über Pyramiden. Erstens. Ihr könnt von einer Pyramide zur nächsten reisen. Herrlich. Zweitens. Verbundene Gruppen folgen demjenigen, der die Reise initiiert hat. Drittens. Solange ihr die Pyramiden in den Händen haltet, könnt ihr sie benutzen. Oder ihr könnt sie auf den Boden legen oder werfen und mit ihnen interagieren. Viertens. Wenn ihr eine Pyramide erneut aufheben wollt, müsst ihr sie wieder in euer Inventar ziehen. Oh, kompliziert. Oh. Aber da hat man auch hinausgelesen, dass wir Leute anwerben können für unsere Sache. Geht das? Das weiß ich gar nicht. Ja doch, doch, das stand jetzt so da drin. Ja, vielleicht. Guck mal, wenn du das initiierst, gehe ich mit. Ja, aber verbundene Gruppen. Ja, das ist ja aber ein allgemeines Schriftstück. Also, ich benutze die jetzt mal. Und ich weiß ja schon, wo wir hinkommen. Dann machen wir. Nothing happened. Perhaps we're too far away. Zigzag did say he lost the other one somewhere in Sisil. Ah, dann müssen wir... Ich weiß, wo wir hinkommen. Ja, zum Nordtor. Hat die eigentlich schon gefunden? Ja, ne? Ja. Wir sind jetzt auch die Einzigen, die diese Portale benutzen können, oder? Zumindest haben wir einen Grundstein, vielleicht gibt es noch mehrere. Ja, das ist also so häufig sind die nicht. Wir haben hier den anderen Dorftrödelpillen auf jeden Fall was voraus. Wir sollten ein Taxiunternehmen gründen. Ah, ich weiß nicht, ist Teleportation nicht gefährlich? Ungefährlich. Noch null Todesopfer. Na dann? Ist ja sicherer als Autofahren. Und reiten. Es sei denn, man materialisiert sich in etwas. Ein Baum. Oder ein Fleischwolf. Warum lädt Sisil immer so lange? Ich hoffe ja, dass es lädt, ja. Naja, es macht das immer. Ich denke auch immer sehr kaputt. Ich will aber nicht, dass es lädt. Es lädt voll lange. Ja, ne? Ich will Divinity spielen. die Stadt sollte einfach im Arbeitsspeicher bleiben. Nee, geht nicht. Wenn du so ankommst, dann sagt der nächste, oh, hier, das Umland soll aber auch in den Arbeitsspeicher. Ja. Und die ganze Map soll in den Arbeitsspeicher und dann alle Arbeitsspeicherhersteller. Ja, finden wir gut. Wir sollten das Spiel in den Arbeitsspeicher installieren. Wenn du es dann immer neu installierst, kannst du das gerne machen. Ach, wir lassen den Computer einfach an. Die Spannung muss ja nur da bleiben. Standby reicht auch. Ja, ist aber gefährlich, weil der Strom dann mal weg ist, ne? Nee. Du kannst den Desktop-Computer, habe ich zumindest mal gemacht, in den Standby machen. Ja. Der wird dann abbild, was alles läuft, in den RAM geladen. Ja. Dann den Computer abmachen, ins Auto packen und eine Stunde Auto fahren, anschließen und aus dem Standby holen. Faszinierend. Ja. Was man hier einfach für technisches Know-how sich aneignet. Ja, praktisch, wenn man auf eine LAN fährt. Damit man alle Spiele schon vorher in den Arbeitsspeicher installieren kann. Nein, ich... Nein... Nur man halt alles schon fertig hat. Oh. Warum muss ich denn eigentlich immer alle sprechen? Ich weiß nicht, weil ich gerade alle ausgewählt habe. Ah, bei den Göttern, was ist hier los? Zuerst muss ich einen gestörten Imp verscheuchen und nun steht eine vollkommen Fremde in meinem Badezimmer. Raus hier! Außerdem habe ich doch viel mehr Text.
Ich schwöre, dass ich den Imp umbringen werde, der mich hierher geschickt hat. Ich werde ihn in Fetzen reißen, zusammen mit allen anderen, die Zeuge dieses kleinen Scherzes geworden sind. Oh, wir schüchtern sie jetzt ein. Wir klauen, wir decken Straftaten, wir schüchtern die Leute ein. Unser Karma-Wert geht an den Arsch. Nein. Gewonnen. Ja, aber nur 2 Punkte. Und die hat einschüchtern 6. Die kriegt wahrscheinlich 6 Punkte, wenn sie gewinnt. Nimm die Schere. Ich fühle den Stein. Boah. Jetzt komm. Was hatte sie denn? Stein? Sie hatte Papier? Schere. Schere. Ich weiß eigentlich schon mal, dass beide das gleiche hatten. Ha! Ich habe ihr Muster durchschaut. Jetzt kommt Papier. Ach, fast. Oh ja, du musst jetzt gewinnen. Ja. Jetzt kommt Papier. Wow. Ja, eingeschüchtert. Damit ist bewiesen. Diskussion. Aha, einschüchtern ist also diskutieren. Nur die Ruhe, das ist doch alles nicht nötig. Geht doch einfach. Until out now, if you please. This room is private. Don't just stand there. Go away with you. Und lass die Pyramide hier. Ich dachte, wir hätten sie eingeschüchtert. What are you still doing here? Be gone. Ja. Sind ja schon weg. Fände ich auch nicht gut, wenn auf einmal so etwas Fremdes sich zu mir teleportiert. Etwas Fremdes im Menschen. Deswegen meide ich Pyramiden. Ja. In denen kommt nämlich nichts Gutes. So, vielleicht sollten wir jetzt nochmal den Tatort untersuchen. Das stimmt, nochmal werden wir nicht wegteleportiert. Ach, deswegen sind wir eigentlich hier. Ja. Man glaubt es kaum, aber... Oh. Wir laufen ja gar nicht. So, jetzt läufst du gerade mal du. Das, falls wir in einen Dialog kommen. Was? Aber du bist immer noch Anführer da. Ich bin immer Anführer, aber du hast die ausgewählt. Ah, okay. Ja, ich glaube. I'm a Jew. Be the big cheese on your block with a wheel of the good stuff. Das wird hier am Anfang festgelegt, wer oben ist. Naja, das denn, da sind cool. Nein, da sind ja manchmal die Charaktere rechts oder links vertauscht. Ja, stimmt. Ja, das ist okay. Ich weiß auch nicht, warum das so zufällig ist. Also ich sehe da keinen Grund, warum die... Oh, weil sonst wieder rumgemault worden wäre, wenn der Mann oben immer wäre. Gleichberechtigung. Oh nein, nicht interaktiver Stein. Inaktiver? Das war dieser Stern. Ach, okay. Ich dachte schon. Oh. So, jetzt gucken. Da habe ich das gerade richtig gelesen. Eine ganze Menge wert, das Bild. Was hätten das gelesen? Ja, wo stand das? Guck's dir mal an. Noch was? Wir sind beruflich hier. Ja. Ach ja. Nein. So, du untersuchst das jetzt mal. Oh. Ich mache hier ein Nickerchen. Man kann übrigens aus den Kissen und deinem Messer Federn herstellen. Oh, verschlossen. Wollen wir sie aufbrechen? Ja, aber bitte mal die Tür zu, wenn es geht. Geht nicht. Ah, da stellt irgendwas davor. Wir können das hier untersuchen. Wir sind hier. Ach so, natürlich. Was machen sie mit der Truhe? Wir untersuchen. Das geht aber auf deine Haltbarkeit. Wir nehmen eine andere Waffe. Du eher jetzt nicht so benutzt. Ich dachte, wir würden jetzt irgendwie mit so einem coolen Schlossmechanismus öffnen, aber du machst ja nicht mit Ruhe Gewalt. Wir haben kein Skill. Schlösser und kein Dietrich. Ja, geht ja auch so. Ah, you're like a gorilla in a porcelain store. Ja, da hast du es. Ja. Wo kann man die Waffen eigentlich reparieren lassen? Weiß nicht. Müssen wir irgendwann mal rausfinden. Vielleicht machen wir einfach eine neue. Wow, wir kaufen auch eine neue. Brief. Vom Herzog. It's official. The Duke of Ferrol is the worst poet in Rivellon. In his defense, not much rhymes with murder. Ich glaube, wir lesen das in der nächsten Folge. Weil das ist ja jetzt schon so ein bisschen spannend. Auf jeden Fall. Und bis dahin machen wir hier Pause.
in der schönen Blutlache. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr möchtet. Bis dahin.